Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder Sabine und Thomas ist natürlich auch dabei, immer noch aus Florida. Ja, wir liegen hier vor Key Biscayne und wir wollen nächste Woche endlich mal aus den USA raus mit unserem Boot und auf die Bahamas fahren. Und ja, das wird wahrscheinlich eine ganz spannende Angelegenheit. Wir wollten das eigentlich schon ein bisschen länger machen, aber an diesem Boot war, nachdem wir jetzt längere Zeit nicht hier waren, eigentlich alles kaputt. Thomas konnte zum Glück fast alles heil machen. Der Motor vom Dinghy war kaputt, die Klimaanlage war kaputt, der Generator lief nicht richtig, der Watermaker war kaputt. Dann ist uns letzte Woche, als wir den Anker setzen wollten, noch aufgefallen, dass man den Anker zwar hochziehen kann, aber nicht wieder runterlassen. Das ging dann eigentlich wieder, nachdem Thomas das halt repariert hatte. Aber als wir dann gestern ankern wollten, ist die Ankerkette einfach nur runtergerauscht, weil da irgendwas nicht richtig festgeschraubt war. Also hier ist jedenfalls erstmal alles in den Binsen gewesen und das mussten wir jetzt erstmal alles heil machen. Und jetzt müssen wir nächsten Mittwoch aber nochmal los, weil wir so ein Elektronikproblem haben. Und da sag mal, um was es da geht. Ich kann das nicht merken. Ja, wir haben so einen Controller, der unsere Batterien, wenn die Motoren laufen, richtig stark lädt. Und wenn die Batterien dann voll sind, dann schaltet der eine Controller von der einen Maschine ab, was in Ordnung ist. Aber von der anderen Maschine entlädt er die Batterie vom Motor. Und das war halt auch das Problem, weshalb wir dann, als die Winch repariert waren, sie nicht testen konnten, weil der Motor musste laufen, damit die Winch halt überhaupt funktioniert. Ja, und das kriegen wir irgendwie alleine nicht hin und deshalb müssen wir dann nochmal einen Haken und dann wird es hoffentlich heil gemacht und dann können wir hoffentlich los, wenn der Wind richtig ist, weil das ist ja nicht so einfach. Und da wollte ich sowieso ein paar Sachen zum Golfstrom sagen, also die von euch, die Boot fahren und so, die wissen das ja alle, aber die meisten Leute, die meine Videos gucken, haben vom Bootfahren noch weniger Ahnung als ich. Und da wollte ich ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen. Also der Golfstrom, früher hieß der Florida-Strom, was eigentlich auch eher passt, weil der richtige Golfstrom erst weiter im Norden bei Cape Hatteras in North Carolina anfängt. Also der geht hier so vom Golf durch, an Florida und zwischen den Bahamas vorbei und dann halt nach Norden. Der gehört zum Atlantischen Strömungsring, der so ein ganz gewaltiges Gebiet umfasst. Eigentlich ist die ganze Erde ja durch irgendwelche Meeresströmungen halt beeinflusst. Und ja, das geht halt hier durch und das ist wirklich eine ganz gigantische Sache. Da werden 30 Millionen Kubikmeter pro Sekunde transportiert an Wasser. Das ist 100 Mal so viel wie alle Flüsse der Welt zusammen, eigentlich irre, mit so ungefähr 6,5 Stundenkilometer. Und das hört sich ja erstmal ganz toll an, dann denkt man ja auch, mein Gott, dann fährt man da rein, nicht? Und 6,5 Stundenkilometer wird man dann einfach weiter transportiert und muss weiter nichts machen, aber ganz so einfach ist es nicht, erzählen wir euch dann die anderen Tage nochmal, aber der Wind muss halt auch richtig sein, wenn der von vorne kommt und halt die Strömung von hinten ist ein bisschen blöd, aber ansonsten lässt sich das halt alles hinkriegen. Die meisten Leute hier in Florida fahren ja wie die Hammerkraken fast jedes Wochenende auf die Bahamas, aber die haben halt auch Power-Motorboote, mit denen sie ja mit irrsinniger Geschwindigkeit darüber fahren und dann ist es natürlich einfacher, quasi, ja, die Natur zu brechen, aber wir wollen ja segeln und mit der Natur quasi unterwegs sein. Deshalb ist das ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, das erklären wir die anderen Tage nochmal. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu dem Golfstrom. Also der wurde ja 1513 schon von Juan Ponce de Leon, nach dem sind ja auch Straßen benannt übrigens in Florida, ja, beschrieben. Da hat er nämlich in Europa dann erzählt, er ist schneller gesegelt als der Wind. Da haben die natürlich gedacht, ach, was für ein Angeber, ne? So ein Blödsinn, wie soll denn das gehen? Und da hat sich keiner weiter drum gekümmert, deshalb wurde er eigentlich auch gar nicht so richtig beachtet. Und im Nachhinein haben sich viele auch gefragt, dass die ganzen Eroberer quasi, die herüberkamen, das irgendwie selten beschrieben haben, auch hier nach Nordamerika halt. Aber 1773 hat der Benjamin Franklin das nochmal genauer beobachtet, weil der ist Walfängern gefolgt und hat halt gesehen, dass da eine bestimmte Spur ist quasi, wo mehr Wale sind. Vor allem Pott- und Buckelwale, da gibt es verschiedene Theorien drüber, dass es daran liegt, dass sie sich da einfach mit dem Strom besser mittransportieren lassen können oder dass durch die Wasserverwirbelung halt das nährstoffreiche Wasser aus der Tiefsee nach oben kommt und sie mehr zu fressen haben. Wenn ihr euch für Wale und Delfine interessiert, würde ich euch aber ans Herz legen, meiner Freundin Doris Thomas bei TikTok zu folgen, weil die macht wunderbare Wal- und Delfin-Videos, hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und kennt sich damit natürlich viel besser aus als ich. Aber wie gesagt, das ist das, was ich jetzt so auf die Schnelle mal rausgefunden hatte, dass das halt deshalb da von ihm beobachtet wurde damals. Und insgesamt sind ja auch so mit dem Golfstrom so ein paar Mythen verknüpft, also dass das irgendwie die Heizung von Europas ist. Das stimmt nicht so ganz. Das ist eher der Nordatlantikstrom und außerdem sind es auch eher die verschiedenen Gebiete, die in Europa oder näher dran halt an Europa quasi aufgewärmt sind, sowohl Luft als auch Ozeane. Das ist also nicht ganz so passend, aber auch nicht ganz verkehrt. Und 2005 wurde zum Beispiel ja auch behauptet, dass der Strom sich irgendwie abschwächen würde und deshalb würden wir in Europa eine Eiszeit bekommen. Da wurden aber wieder verschiedene Ströme verwechselt, also nicht der wirkliche Strom, der eigentlich immer als Golfstrom bezeichnet wurde, war gemeint und so weiter. Also man weiß ja mittlerweile auch, wie Wissenschaft so funktioniert. Das ist alles nicht so richtig typisch, aber bei den Leuten im Kopf ist halt, der schwächt sich ab und deshalb kriegen wir eine Eiszeit.
Da wird auch wieder reingespielt, spielt auch wieder rein diese angebliche Abschmelzung der Polkappen, was ja auch ganz kontrovers eigentlich diskutiert wird oder diskutiert werden würde, wenn es wirklich definitiv mal diskutiert werden dürfte und nicht einfach dieses Klimanarrativ sich durchsetzen würde. Da wird halt behauptet, dass wenn die Pole abschmelzen, sich einfach das Süßwasser in das Meer ergibt und dann die Dichte des Wassers sich verändert und dadurch die Geschwindigkeit des Golfstroms verändert wird. Aber er verändert sich sowieso über die Jahre immer ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Da hat man gar keine wirklichen Erkenntnisse, es wird nur gerne so dargestellt. Ja, das ist das, was ich über den Golfstrom erzählen wollte. Und ja, die nächste, das nächste Päckchen, was wir euch erzählen wollen, geht es dann halt darum, wie wir das Ganze planen, wie wir versuchen, darüber zu kommen, was unsere Idee dazu ist. Weil, wie gesagt, wir haben es noch nie gemacht. Es wird immer gesagt, man soll mit Leuten zusammen irgendwie das machen. Aber wir sind nicht so die Typen, die gerne mit anderen zusammen irgendwas machen. Wir finden das lieber für uns selber raus. Und das erzähle ich euch dann später. Das ist ja übrigens der gute Juan Ponce de Leon, der schneller gesegelt ist als der Wind, als er den Florida-Strom oder den Golfstrom entdeckt hat. Ja, unsere Planung. Also unsere Planung ist noch keine richtige Planung, aber trotzdem haben wir uns natürlich schon verschiedene Gedanken gemacht. Wenn man so ansonsten, ich weiß ja, dass viele von euch noch nie Boot gefahren seid und sind, also jedenfalls nicht selber. Es ist ja nicht wie beim Autofahren. Da gibt man einfach sein Ziel ein und dann das Navi lotst einen schon dahin, wo man hin muss. So einfach ist es nämlich nicht, weil ne, Wind und Wellen, da muss man alles Mögliche bedenken, weil die Sache ist ja der Golfstrom. Ich zeige euch das mal hier auf der Karte. Der Golfstrom. Der geht ja, also hier ist Florida. Hier sind die Bahamas. Und der Golfstrom geht ja hier so ungefähr lang. Das ist ja nicht ganz exakt, aber da geht er ungefähr lang. Und der Golfstrom kommt ja von Süden. Und man sollte auf keinen Fall natürlich losfahren, wenn irgendwie der Wind von Norden kommt. Weil so von Süden und der Wind von Norden, das haben wir nämlich einmal ausprobiert. Da haben wir gedacht, wir bezwingen quasi die, ja, die Natur. Hat aber nicht geklappt. Da haben wir nämlich versucht, unten von Key West wollten wir losfahren, oben nach Tampa hoch. Und dann hatten wir halt schön zwar die Wellen von der richtigen Richtung, aber den Wind von vorne. Und nachdem wir da irgendwie 8 Stunden mit 2 Knoten vorangekommen waren, kamen dann 2 Delfine von der Küste angeschwommen. Und dann habe ich zu Thomas gesagt, die Delfine sagen uns, wir sollten umkehren. Und die Delfine hatten absolut recht, weil an dem gleichen Tag, wir sind dann umgekehrt, kam dann noch ein Tornado, der da irgendwie in Fort Myers alles Mögliche platt gemacht hat. Also die Delfine haben uns gut gewarnt und auf solche Dinge sollte man dann schon achten. Also wie gesagt, es ist nicht so einfach, aber wir haben uns verschiedene Gedanken halt schon gemacht, uns auch natürlich auch informiert und wir wollen losfahren. Ich zeige euch das hier auch mal auf der Karte. Ungefähr hier von Fort Lauderdale, hier nach West End, das ist unser Ziel. Also das geht hier eigentlich so rüber. Sieht ganz einfach aus, nicht? Man gibt einen Kurs ein und dann fährt man einfach geradeaus 70 nautische Seemeilen und schon ist da. So einfach ist es natürlich nicht, weil man ja in diese Richtung getrieben wird. Ne? Und dann, wie gesagt, muss man sich einen Kurs eingeben, der eigentlich weiter hier unten ist, damit man dann dahin getrieben wird, wo man eigentlich hin möchte. Das ist der Plan. Wir sind natürlich auch nicht völlig ahnungslos und haben nur diese eine Karte. Nein, wir haben natürlich auch noch verschiedene Apps. Also wir haben natürlich eine Booting-App. Das haben wir auch nochmal, das zeige ich euch gleich da oben, und nochmal hier auf unserem Bootsgerät drauf. Da heißt es Navionics, aber es ist eigentlich die gleiche Karte. Dann haben wir natürlich die Gezeiten-App. Dann haben wir verschiedene Wind-Apps, einmal Predict Wind, dann haben wir Windy und Windfinder, da steht alles drin, von wo der Wind kommt, wann der Wind kommt, wie stark der Wind kommt, wie hoch die Wellen sind und so weiter und so fort. Ich zeige euch mal unsere anderen Gerätschaften hier oben nochmal ganz kurz. Wie das alles wirklich funktioniert, das kann auch Thomas dann erklären. Ich bin ja eigentlich nur... Ja, also das hier ist das Gerät, wo man halt alles eingibt, wo man eigentlich hin will, den Kurs und so weiter. Hier sieht man... ja, wie wir eigentlich am Anker rumgetrieben sind die letzten Tage schon. Also könnte man eigentlich auch als moderne Kunst verkaufen. Ja, man hat natürlich auch trotzdem noch einen Kompass und wir haben natürlich auch noch Handkompass und so weiter. Aber das ist eigentlich so das Gerät, das uns dann nachher sagen soll, wo wir langfahren. Deshalb müssen wir das nochmal updaten. Wir haben aber irgendwie kein Internet, finden auch kein Internet und das geht irgendwie alles nicht. Also müssen heute nochmal versuchen oder morgen irgendwo hinzukommen, wo wir dieses Gerät nochmal updaten können, weil sonst stehen wir wirklich nur mit unserem Kompass und dieser Handkarte da und dafür, dass wir keine Ahnung haben, ist das vielleicht ein bisschen blöd. Ja, meine Lieben, das war's. Morgen erzählt euch der Thomas noch was Genaueres, wie das mit dem Kurs alles so laufen soll und bis dahin, tschüss. Ja, die letzten Tage haben wir ja weiter damit zugebracht, Sachen zu reparieren. Man ahnt ja gar nicht, was alles kaputt geht, wenn man erstmal anfängt Sachen heil zu machen. Wir sind jetzt immer noch an unserem Generator, da haben wir jetzt wirklich eigentlich alles getauscht, was man tauschen kann. Die Pumpe, den Impeller, die Schläuche angeguckt und trotzdem funktioniert es irgendwie noch nicht so richtig wirklich, aber wir kriegen das noch hin, ich bin da frohen Mutes. Und ja, jetzt ist natürlich wieder so, dass das Wetter nicht so ist, wie es eigentlich sein soll. Also das ist ja wieder die Wellen von der falschen Seite, der Wind von der falschen Seite und was noch viel schlimmer ist, also eigentlich nicht schlimm, aber was jetzt auch noch ist, dass wir quasi zwischen 2 tropischen Stürmen, die teilweise zum Hurrikan werden können, sollen, müssen, eingeklemmt sind. Und zwar einer kommt von Kuba über
die Westseite von Florida und das andere kommt über den Atlantik. Und da ist natürlich, selbst wenn wir nicht wirklich mittendrin sind, das Wasser und der Wind wieder nicht so, dass man fahren kann. Ja, und deshalb sind wir jetzt frohen Mutes, dass wir dann Donnerstag oder Freitag wirklich hochfahren können, also auf die Bahamas rüberfahren können. Und wir haben ja unsere ganzen Wind- und Wetter-Apps, wie gesagt, wo wir auch mal gucken. Aber wir haben gedacht, wir fragen, weil das ja das wirklich das erste Mal ist, dass wir hier aus Florida wirklich wegfahren. Also da fragen wir lieber den Chris Parker. Und ja, wer von euch mit Booten sich auskennt, kennt Chris Parker, die anderen kennen ihn nicht. Das ist jemand, der macht so spezifisch auf einen zugeschnittene Wettervorhersage. Also der guckt sich wirklich an, wann will man wo losfahren, wann will man wo sein. Und dann kann er einem sagen, wie lange man dann in welchem Wind fährt und wann man halt raus muss aus dem Golfstrom und wie man das alles ganz genau macht. Dann kriegt man so eine ganz genaue Liste und das haben wir jetzt mal gemacht. Und das bedeutet, dass wir jetzt Donnerstag losfahren werden. Da ist zwar die Wahrscheinlichkeit, dass es Squalls gibt, aber man weiß nicht, ob es Squalls gibt oder nicht. Und wir haben ja so einen Squall auch schon mal auf den drei Tortugas erlebt. Also da kommt man eigentlich auch durch. Und wenn man weiter auf dem Wasser draußen ist, kann man auch besser reagieren, als wenn man in so einem kleinen Hafen eingesperrt ist. Also sind wir da frohen Mutes und ja, Donnerstag oder Freitag geht es jetzt endlich los. Toi, toi, toi. Ausgewechselt haben, wir brauchen 12 Stunden. Bei derzeitigen Wind und halt den Golfstrom. Mal gucken, ob das klappt. Bis jetzt machen wir noch Motorsegeln, wir haben das Vorsegel raus und wollen erst mal gucken, nachdem es die letzten Tage so extrem stürmisch war, wie es jetzt draußen aussieht. So, wir sind jetzt im Golfstrom angekommen. Wir sind von 7 Knoten auf 9 Knoten Geschwindigkeit ohne weitere Eingriffe gekommen und unser Kurs verändert sich Richtung Norden. Das heißt, unser gefahrener Kurs ist mehr Richtung Nordosten, aber die Strömung treibt uns jetzt mehr nach Norden. Das heißt, um unseren Zielkurs fahren zu können, müssen wir noch ein bisschen weiter nach Osten unseren Kurs korrigieren, damit wir einen schönen Kurs auf die Bahamas hinbekommen. 9,2 Knoten. So schnell waren wir noch nie. Vorher sind wir 2 gefahren, das heißt, wir wären 7 gefahren. Das heißt, wir sind mit etwas über 2 Knoten beschleunigt hier unterwegs. Und wir sind überhaupt noch nie so schnell mit dem Boot gefahren. Nee, das allerschnellste war mal knapp 8. Genau. Eine aberwitzige Geschwindigkeit von 9,7. Eben hatten wir kurzfristig sogar 10. Das bedeutet 50% schneller als unsere sonstige Höchstgeschwindigkeit, beziehungsweise 100% mehr, als wir normalerweise mit unserem Boot fahren. Wahnsinn! Jetzt komm, zeig uns nochmal 10. Komm! 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 Bis jetzt ist die Überfahrt relativ ereignislos. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, weil wir nichts anderes haben. Und deshalb habe ich jetzt erstmal ein bisschen was gebacken. Ich backe immer sehr viel. Weizenvollkornbrot. Die unter euch, die viel reisen, wissen ja, es gibt wirklich außerhalb Europas und Skandinaviens wirklich kein anständiges Brot. Deshalb backen wir das immer selber oder ich. Und auch anderes Zeugs hier. Vollkornbrötchen, Zimtschnecken. Und wenn mir langweilig ist und wir haben kein Internet, dann lese ich meine ganzen veganen Kochbücher, weil wir ja schon seit 17 Jahren vegan sind. Wie gesagt, die Überfahrt ist jetzt ruhig und friedlich. Die Überfahrt ist sogar so ruhig und friedlich, dass der Captain off-duty ist, wie man uns schwer erkennen kann. Man kann ihn sogar bis hier schnarchen hören.
ist wirklich nicht zu glauben, wie flach wie eine Flunder quasi das Wasser hier jetzt wieder ist. Ich habe ja vorhin gezeigt, wie stürmisch und zippelig das Wasser nur außerhalb vom No Name Harbor in Key Biscayne schon war. Und das ist ja noch wirklich kein offenes Meer. Und hier ist jetzt wirklich, also sowas von flach. Liberty. Und das ist das Containerschiff Mykonos. Also ein bisschen Verkehr kommt hier jetzt langsam, nachdem wir die ganze Zeit ja quasi allein unterwegs waren. Da hinten ist noch ein Kreuzfahrtschiff, die Carnival Magic. Und jetzt ist es auch endlich Zeit, dass wir unsere Quarantäneflagge hissen können. Und für die Verschwörungstheoretiker unter uns, nur nicht so schnell. Das hat nichts mit Corona zu tun, das muss man immer schon machen. Also nichts Politisches. Und die muss da so lange hängen, bis man im Hafen einklariert hat. Das heißt, bis man da sich angemeldet hat, sich und das Schiff und alles klar ist, dann macht man die runter und macht die Courtesy Flag hin. Das ist dann die Flagge des jeweiligen Landes, wo man ist. Und bis dahin sind wir karatenisiert. Nur der Captain von Bord. Genau, nur der Captain. Alle anderen bleiben gefälligst hier. Und wie gesagt, immer noch ruhigste See überhaupt. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist da hinten. Sieht ein bisschen duster aus. Aber das hier an unserer Backbordseite, vielleicht haben wir damit weiter gar nichts zu schaffen. Weil wir fahren ja da. Das mal vergleicht mit dem. Das ist schon ganz schön so aus. Das erste Mal zu wohl erlebt hat, ich habe mir gar nicht mitbekommen, dass einer kommt, dass er mich bei Sachs macht. Und wir werden auch die Ankündigung nicht sehen. Oder sehen, was ich da jetzt.
schneller. Land in Sicht. Zumindest sind wir angekommen. Ja, hurra, wir sind angekommen. Es ist ein einziges Wunder. Unser Fazit ist eigentlich, es war viel einfacher als angenommen. Wir hatten uns ja vorher sehr viele Gedanken gemacht, wie man das am besten machen kann und wann wir am besten fahren und so weiter und so fort. Wir sind dann relativ spontan losgekommen. Eigentlich wollten wir gestern gar nicht losfahren, aber dann war es irgendwie 7:30 und wir haben gesagt, ach, wenn wir bis 8 Uhr loskommen, klappt das schon und hat auch dann geklappt. Also wir haben insgesamt 10 Stunden gebraucht und das, obwohl wir gar nicht die kürzeste Strecke gefahren sind von Florida auf die Bahamas, sondern ein bisschen Richtung Norden. Wir sind ja, wie gesagt, von Key Biscayne losgefahren nach Westend. Die Überfahrt war am Anfang einfach super, muss ich sagen. Also wir hatten so 10 Knoten Rückenwind sozusagen, sind dann ja noch auf dem Golfstrom dann getrieben worden oder geschoben worden, sodass wir eigentlich die ganze Zeit mit Motoren dazu, allerdings natürlich mit 10 Knoten vorangekommen sind. Also richtig durchgängig die ganze Zeit. Also das Wasser war flach wie eine Briefmarke, konnte man ja in dem Video auch sehen. Und dann erst so zum Schluss, also so gut 2 Stunden vor Schluss, hat uns dann ein Squall erwischt. Wir hatten schon damit gerechnet, dass es Squalls geben wird und man konnte den ja auch von Weitem auch schon gut sehen. Ich habe es ja im Video ja gezeigt. Der war dann nicht so lange, aber schon relativ heftig. Also man konnte nicht mehr so sehr viel sehen und nach einer halben, dreiviertel Stunde war es dann aber schon vorbei. Das Wasser war noch sehr unruhig. Wir wollten eigentlich, als wir hier in Westend angekommen sind, ja draußen ankern und da bleiben, aber wir hatten schon vorher beim Funk mitgekriegt, dass alle, die da geankert haben, dann in den Hafen gefahren sind. Dann haben wir uns gedacht, okay, fahren wir wahrscheinlich auch lieber in den Hafen. Wir sind dann so in den Hafen so reingerutscht, also der ist da hinten so relativ schmal, die Einfahrt, aber hat wunderbar geklappt und ja, jetzt liegen wir hier, bleiben hier erstmal so 2 oder 3 Tage, akklimatisieren uns und überlegen uns, was wir jetzt als nächstes machen, weil die Bahamas sind ja gerade für Boote mit ein bisschen mehr Tiefgang nicht ohne. Ich kann also nur sagen, insgesamt die Überfahrt war super, war einfach, easy peasy, sogar für uns Anfänger eigentlich mit keinen größeren Schwierigkeiten belegt. Und kann ich jedem nur empfehlen, also wenn ihr das machen wollt, probiert es einfach mal aus mit ein bisschen Überlegung, mit Wettervorhersagen natürlich, das ist immer das Wichtigste, dass man wirklich sich bei dem Wetter wirklich immer die ganze Zeit schon informiert, die ganze Zeit während man los will schon guckt und an dem Tag vorher und währenddessen natürlich auch sich genau dran hält und informiert. Ja, das war's, meine Lieben. Wir sind auf den Bahamas.